Einladung zum Grillfest. Doppelpunkt. Liebe Kollegen und Kolleginnen. Schreibt man das heute noch so? Liebe Redaktionsmitglieder. Glieder? Nein. Menschen, genau. Alle Menschen von der Redaktion. Voilà, jetzt ist es geschlechterneutral. Kommt gerne mit Anhang. Puh, shit, der Anhang ist schon lang. Anhängerinnen. Kommt mit jemand. Fuck, Dami. Viel mal. Dankeschön. Guten Abend miteinander. Guten miteinander. Ja, guten Abend. Querdenker, da kommt der Fisch auf den Tisch. Und wie Sie sehr wahrscheinlich oder hoffentlich schon wissen, ist Querdenker die beilagfinanzierte Sendung, wo der Service Public Gedanken richtig ernst nimmt. Wir haben freiwillig einen Publikumsrepräsentant beauftragt, der soll beurteilen, ob unsere Sendung den Zuschauern etwas bringt. Liebes SRF-Publikum zuhause, das ist Ihr Mann vor Ort, der Herr Chen. Grüezi wohl, Herr Tabatou. Danke. Wenn man eine Sendung anfängt mit einem Video, dann ist es so, wie wenn... Darf ich sagen? Wir nehmen am Schluss ein Resümee. Jetzt noch mal noch ein Kraut schiessen. Ja. Wir hören Sie am Schluss. Danke vielmals. Ja. Gut. Es ist schon über einen Monat her, da war der internationale Tag der Frau. Und zack, geht es bei uns um Gleichstellung. Gleichstellung ist das nicht ein Modewort, oder? Das ist etwas, das wieder vorbeigeht, oder? Das hört dann schon wieder auf. Müssen wir jetzt da wirklich darüber reden? Machen wir einen kleinen Test vor Ort. Das Publikum hier im Plaza, mal Hand auf. Welche von den anwesenden Frauen sind erwerbstätig? Wer arbeitet? Genau. Und behalten Sie die Hand mal oben, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie gleich viel verdienen wie ein Mann in einer vergleichbaren Position. Und behalten Sie die Hand auch dann noch oben, wenn Sie das nicht nur vermuten, sondern auch ganz sicher sind, dass es so ist. Eben. Das habe ich gedacht. Darum müssen wir darüber reden. Die Frage ist jetzt, kann man als Mann überhaupt eine Sendung über Gleichstellung moderieren? Und allein die Tatsache, dass ich mich das frage, zeigt ja schon, dass wir noch keine Gleichstellung haben. Also mal ein Beispiel. Warum zum Beispiel, kann man das jemand erklären, warum werden wir Männer später pensioniert als Frauen? Weil wir früher sterben. Das ist ungefähr so, wie wenn du im Büro sagen würdest, ich bin heute Morgen etwas später gekommen, ich gehe dafür am Nachmittag etwas früher. Oder Militärdienst. Ja, ich weiss, es gibt dann gerade Leute, die sagen, ja, die Frauen die bringen ja Kinder auf die Welt. Oder? Aber genau darum haben wir dort wenigstens einigermaßen einen Ausgleich. Oder? Weil, sind Sie mal auf einer Abteilung für Neugeborene gewesen? Das ist genau wie der RS. X Leute im gleichen Zimmer, Schlafentzug und ständig schreit einem irgendjemand an. Gut, aber sonst, also männliche Gleichstellung wird kaum ernst genommen. Nicht einmal Google nimmt sie ernst. Wenn man dort eingibt, Männerlobby, kommt, meintest du, Mütterlobby. Dabei würden gemäss einer Studie 90% der Männer gerne ihre Arbeitszeit reduzieren zugunsten der Familie. Aber nur etwa 10% der Männer, der Väter, arbeiten wirklich Teilzeit. Sehr wahrscheinlich, weil viele von denen schnell mal merken, dass Hausarbeit das exakte Gegenteil ist von Arbeitszeitreduktion. Heute Abend geht es um Männer, um Frauen und um alle anderen Geschlechteridentitäten und darum, dass es hoffentlich bald nicht mehr Geschlechter, sondern Gebesser heisst. Aber wo steht denn die Schweiz im internationalen Vergleich? Laut dem Global Gender Gap Report sind das Island, Finnland und Norwegen. Das ist sehr wahrscheinlich so, weil man dort ein halbes Jahr dunkel hat und kaum merkt, ob man überhaupt einen Mann oder eine Frau einstellt. Die Schweiz hingegen ist auf dem 11. Platz, also nicht einmal unter den Top 10, wie zum Beispiel Nicaragua. Es gibt im Fall sogar islamische Länder, die bessere Quotenregelungen haben. Die haben zum Teil Ehen, wo die Frauen massiv in der Überzahl sind.
Schauen wir mal die Löhne an. Laut der neuesten Studie vom Bundesamt für Statistik verdient eine Frau durchschnittlich 1'500 Franken weniger als ein Mann. Wenn man weiss, dass ein durchschnittlicher Penis 13,2 cm lang ist, bedeutet das über 100 Franken pro Zentimeter. Bei dem letzten Satz haben die Frauen sich vorgestellt, wie das Hunderternoten aussieht. Und die Männer haben sich überlegt, wie lang 13,2 cm wirklich sind. Die Nachricht an die Wirtschaft ist eigentlich klar. Mit einem einfachen Trick könnte man Milliarden sparen. Man müsste einfach alle Männer mit Frauen ersetzen. Gut, das ist in den Primarschulen bereits Realität. Dort arbeiten viel mehr Lehrerinnen als Lehrer. Aber das ist auch ein bisschen so, weil man bekanntlich in der Bildung sparen muss. In 76% der Geschäftsleitungen sitzen aber ausschließlich Männer. Dem könnte man ein bisschen entgegenwirken, wenn man das Geschlecht nicht verraten würde in Bewerbungsunterlagen. Bei Orchester wird das bereits gemacht. Dort spielt man hinter einem Vorhang vor, damit dann die Auswahl neutral ausfällt. Die nächsten US-Präsidentschaftswahlen finden aber nicht hinter einem Vorhang statt, sondern hinter einer Mauer. Vielleicht wird ja dann endlich eine Frau Präsidentin. Wir haben hier in der Schweiz schon 1984 die erste Bundesrätin gehabt, Elisabeth Kopp. Sie war eine Frau, hat aber den falschen Mann gehabt. Weg war sie. Eine Frau kann also alles werden. Bundesrätin, Kanzlerin, Präsidentin. Nur zum Papst langt es leider noch nicht. Apropos Papst. Der Papst Franziskus hat gesagt, der grosse Feind der Ehe ist die Gender-Theorie. Ein Weltkrieg, um die Ehe zu zerstören. Ja, die Kirche weiss halt schon länger, dass man die Menschheit bärliweise am besten kontrollieren kann. Der Global Gender Gap Report geht davon aus, dass es noch 170 Jahre geht, bis wir absolute Gleichstellung erreicht haben. Ob wir das ein bisschen beschleunigen können, besprechen wir heute Abend zusammen mit meiner Gastquerdenkerin, Steffi Buchli. Steffi Buchli mischt als Sportmoderatorin eine typische Männerdomäne auf. Die zweifache Schweizer Meisterin im Unihockey kommt über verschiedene Privatradios 2003 als Redaktorin zum Schweizer Fernsehen, wo sie 2006 erstmal auch als Moderatorin auftritt. Guten Abend, das ist Sportaktuell und das sind unsere Themen. 14 Jahre bleibt Steffi Buchli beim SRF, wird aber im Juli zum UPC-Sender MySports wechseln. In diesen 14 Jahren führt Steffi Buchli durch diverse Sportsendungen und fühlt sich in den Hockeystadien genauso wohl wie auf der glamourösen Galabühne. Logisch, dass ihr Fachwissen und ihre Kompetenz auch der Fachpresse nicht verborgen bleiben. Sie berichtet regelmäßig über die Frisur und Styling von der Steffi Buchli. Dabei wäre eine gute Frisur doch so einfach. Im Januar 2016 macht Steffi Buchli etwas, das sich ein Mann nie trauen würde. Sie kommt ein Kind über. Und als Gipfel der Frechheit geht sie nach dem Mutterschaftsurlaub auch wieder arbeiten. Die Online-Kommentatoren lassen ihren Frust freien Lauf. Doch als Frau in einer Männerdomäne ist sich Steffi Buchli gewöhnt, öppe die im Gegenwind zu stehen. Sie weiss sich zu verteidigen. Schlägt auch mal heftig zurück und kommt bei aller Kritik häufig auch Zuspruch über vor. Berufstätige Frauen, die sagen, danke vielmals, dass wieder mal eine Frau sagt, ich kann gerne arbeiten. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich den Dienst an unserer Gesellschaft bringen kann, dann noch so gerne. Und da ist sie, Steffi Buchli. Hallo Steffi. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Merci für die Einladung. Du hast mitbekommen, was es geht. Darum geht ganz direkt. Wie emanzipiert findest du dich selber? Ich finde es eigentlich schade, dass ich wahrscheinlich als emanzipiert gelte. Aber das heisst nur, dass es noch ein langer Weg zu gehen ist. Aber ich bin nicht emanzipiert, um emanzipiert zu sein. Ich bin einfach so. Das ist einfach so passiert. Du bist von Anfang an mit dem Rüstzeug unterwegs gewesen. Hast nie gedacht, so, jetzt muss ich den Hebel umreißen? Wahrscheinlich hat sich schon ein bisschen zugespitzt in den letzten Jahren. Der Hebel hat sich zugespitzt. Quasi, schön gesagt. Nein, ich glaube, es hat sich schon ein bisschen zugespitzt. Ich war wahrscheinlich früher nicht ganz so klar gewesen, über was ich gut finde, was ich schlecht finde. Und habe aber sehr bewusst die Entscheidung gefällt, dass ich jetzt da stehe, wo ich bin.
von dir eingelassen wird. Das ist jetzt noch ein guter Nebeneffekt. Mich interessiert zum Beispiel, was kommst du so für Berufskompliment über? Es gibt das netteste Berufskompliment, finde ich, ist nach wie vor, für eine Frau machen sie es gar nicht schlecht. Ja. Das finde ich immer noch so eins der Highlights. Also, dass, wenn du jetzt irgendwie einen anderen Beruf hättest, dann könnte man das ja noch verstehen, oder? Ich meine, was könnte man, wo könnte man das sagen? Eisenlegen? Ja, genau. Dann könnte man sagen, oh, also für eine Frau. Aber da ist es ja jetzt wirklich einfach völlig klar, dass du etwas machst, was einfach wirklich rein gar nichts mit dem zu tun hat. Warum sagen sie es dann trotzdem? Ich glaube, es ist nach wie vor so, dass die Leute sich nicht gewöhnt sind an Frauen im Sport. Und darum sagen sie dann so komische Sachen. Und das ist, glaube ich, sehr gut gemeint. Das ist total lieb von denen. Ja. Was ist denn deine Nachricht an die Frauen, die vielleicht beruflich sich auch möchten, noch mit hinbewegen, wo man nicht darf? Ich finde ja oft, dass wir Frauen selber ein bisschen zu scheuch zur Sache gehen. Ich finde, es braucht Mut und es braucht einen grossen Willen. Und auch eine Überzeugung, dass man nicht irgendwie handicapiert ist. Ich habe das Gefühl, dass Frauen sich oft selber im Weg stehen, weil sie sich selber Sachen, die sie gerne machen würden, nicht zutrauen. Wie kommst denn du dazu, dir nicht im Weg zu stehen? Ich habe mich, glaube ich, einfach ein bisschen reingeschickt, so mutig drauf los. Und nachher ist so ein bisschen mein Sportgeist erwacht. Oder? Wenn man dann als Frau in eine Sportredaktion reinkommt, dann hat es dort schon ein paar rum, die zuerst vielleicht mal so meinen, ja, was versteht jetzt die wirklich? Und dann muss man sich beweisen. Und am Anfang war ich total erpicht darauf, ja, keinen Fehler zu machen. Weil ich gewusst habe, jeder Fehler, den ich mache, wird meinem Kollegen, wenn er den gleichen Fehler macht, als Missgeschick ausgelegt und mir als Nichtwissen. Das ist so ein Unterschied. Es hat mal so einen Fall gegeben, gell, von einer Sportmoderatorin. Von einer Frau, die Schalke 05 gesagt hat, genau. Deine Familie hat dich also auch entsprechend unterstützt. Du hast von daheim nicht solche Bahnen vorgelenkt bekommen, dass man irgendwie gefunden hat, du musst jetzt oder so. Nein, überhaupt nicht. Meine Mami und mein Papi waren extrem cool. Dort, als es darum ging, nach der 6. ins Gymnasium zu gehen, da hatte ich einen Lehrer, der wirklich sehr deutlich gesagt hat, das brecht doch nichts. Weil als Frau geht man ja nachher eh, dann hat man eine Familie und arbeite nicht mehr. Und darum sei doch eine kurze Ausbildung eigentlich sinnvoller. Und dann hat meine Mami gesagt, los, go for it, und ich habe die Prüfung gemacht. Also, das hat dir ein Lehrer das gesagt? Und also, ich habe dich viel jünger geschätzt. Nicht, dass du über 1950 in die Lehre... Es klingt so. Um 50er-Jahre. Er war damals schon ein bisschen in den Jahren, das darf man so sagen. Ja, und noch so ein bisschen zusammengezuckt, wo die Frauen haben plötzlich abstimmen so ein. Genau. Ja. Okay. Ja, also, ich meine, was wäre dann die Lösung? Es gibt Eltern zum Beispiel, die sagen, es würde schon viel helfen, wenn es nicht so harte Rollenbilder gibt. Meine Eltern haben Wert darauf gelegt, dass ich ohne klassische Rollenbilder aufwachsen tue. Sie sagen, ich hätte dann später bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Mich dünkt das ehrlich gesagt ein bisschen komisch. In dieser letzten Szene, Uhrzeit 121 Minuten 57, 58, 59, 0. Diese zwei Wer spielt? Natürlich auch vorüber, weiß nicht genau. Rote gegen Blaue. Denkst du daran, nachher noch den Applaus zu bringen? Immer wenn ich dabei bin, tut der Papi so, als könnte er nicht richtig einparkieren. Meine Eltern geben sich wirklich Mühe, aber irgendwie haben sie nicht begriffen, um was es wirklich geht. Papi, der Kevin und der Luca haben gesagt, dass sie viel mehr Sackgeld bekommen als ich. Ich will auch so viel. Los, Julia, das Mami mag ja recht mit dieser ganzen Gleichstellung. Aber beim Geld hört es einfach auf. Die harte Realität. Genderneutrale Erzieher so weit wie möglich. Wie erziehst denn du dein Töchterchen? Sie spielt nur mit Auto und nur mit Bagger. Einfach aber aus eigener Wahl? Hat sie so, oder Nein, ich mache Quatsch.
Aber ich überlege mir natürlich schon so Zeug, oder? Am Anfang habe ich auch gedacht, oh, nur rosa-rot, ich nicht. Ich sicher nicht. Mhm. Jetzt hat einfach meine Tochter nicht so viel Haar. Und jetzt ertappe ich mich. Sorry, was? Sie hat nicht, nicht so viel Haar auf dem Kopf. Und dann sagen sie... Nein, jetzt sagen die Leute immer, wie heisst er denn? Und dann ertappe ich mich, wie ich ihr manchmal einfach wirklich ein rosa-rotes Oberteil anlege, dass sie das nicht fragen. Also so viel zu meiner Genderneutralität bei meiner Tochter. Ja, aber das hilft ja ein bisschen. Das ist nicht so schlimm, oder? Ja. Wenn ich jetzt sehe, wie meine Tochter auf ein Barbie, auf ein Baby reagiert. Keine Barbie, sie hat keine Barbie. Auf ein Baby reagiert, dann ist das total herzig. Und vielleicht ist dann automatisch ein Bub eben mehr in diesem Autofieber und macht ein Motorengeräusch als erstes. Ich weiss nicht, ob man das alles umbiegen kann. Wie hat dann dein berufliche Umfeld reagiert, wo du gesagt hast, du kommst jetzt ein Kind über? Die waren, glaube ich, überrascht. Okay. Ja, nein, irgendwie, weil sie... Sie moderiert ja schon Sport, ich kann sie jetzt auch noch... Ja, jetzt, sie haben noch ein Kind bekommen. Nein, vielleicht mehr, weil sie denkt, haben, eine, die so drauf ist, ist jetzt nicht so die, die dann eben gleichzeitig noch eine Mami sein. Schon so ein bisschen so ein Gedanke. Und dann war es witzig, dass ich in meinem beruflichen Umfeld dann so die Reaktion gemerkt habe, ah, die kommt ja jetzt ein Kind über, komm, wir nehmen sie aus allen spannenden Projekten raus. Und meine Arbeit, in Anführungszeichen, während meiner Schwangerschaft, war dann auch ein bisschen in alle Büros mal reinlaufen und sagen, ich komme dann mal wieder. Das ist eigentlich sehr eigenartig, weil man doch immer noch gemerkt hat, wie fest es oft nach dem Schema läuft. Auch Familien ist unterwegs. Ich ziehe mich zurück. Und tschüss. Ja. Ja. Und das hast du eben nicht gemacht. Nein, und ich kann natürlich voll in spannenden Projekten drinbleiben, weil ich einfach sehr gerne arbeite. Und wie reagieren dann andere Frauen auf das? Wie reagieren die Frauen auf die Mamis? Hm? Ja, wir haben vorhin in dieser Einspielung ein paar Reaktionen gesehen. Und so die bissigsten Reaktionen sind eigentlich brutalerweise von Frauen gekommen. Und das hat mich ein bisschen gestört, weil ich finde, man muss nicht einverstanden sein mit dem Lebenswandel von anderen Familien. Aber zumindest einen gewissen Respekt, wenn jemand das ein bisschen anders handhabt als man selber, finde ich, gehört sich eigentlich. Es haben ganz viele Leute versucht, mein Leben zu beurteilen. Und ich finde, es kann niemand außer mein engstes Umfeld beurteilen, wie mein Leben aussieht. Und dann steht man da so ein bisschen in dem Wind eben, oder in dem Shitstorm, wo man einfach merkt, alle meinen, sie wissen, was gut für mich ist, und alle meinen, zu wissen, was gut für mein Kind ist. Und das weißt du am besten. Ich glaube, ja. Auch wenn wir gerne die Lösungen da im Querdenken von verschiedenen Seiten mal so ein bisschen probieren, da anzuholen. Wir haben sogar einen Experten, der sich das Thema mal ein bisschen genauer angeschaut hat. Mit dem bin ich jetzt verbunden. Es ist der Professor Dr. Laubfall. Einen schönen guten Abend, Herr Professor. Guten Abend, Herr Gammenthaler. Die Lösung von der Gender-Problematik heisst Planor Barius Corneus, zu gut Deutsch die gemeine Posthornschnecke. Die ist nämlich ein Zwitter und genau das ist meine Lösung. Wir Menschen sollten uns evolutionstechnisch an der Posthornschnecke orientieren und müssten Hermaphroditen, sprich zweigeschlechtliche Wesen, werden. Das ganze Gebalze würde wegfallen. Wir könnten uns alle selber befruchten. Klar gibt das gewisse Umstellungen. Gerade der Mann müsste ein paar Abstriche machen. Und das meine ich jetzt nicht nur im gynäkologischen Sinn. Ja, danke vielmals, Herr Professor Dr. Laubfall. Mal schauen, ob sich das umsetzen lässt. Aber es ist schon eine Frage, wo man sich stellen könnte, oder? Also ich meine, rein von der Sexualität her sind wir, glaube ich, schon so ein bisschen in einem vorsintflutlichen Modell unterwegs. Also wir sind überdigitalisiert. Bräuchten wir mal ein Update? Vielleicht würde es noch gut tun. Schon, oder? Also ich meine, irgendwie sind wir noch immer voll auf das fixiert. Der Mann ist am Jagen und am Suchen und die Frau trägt Babys aus. Also irgendwie hast du das Gefühl, wir könnten... Wie können wir das sagen? Du hast mir mal etwas gesagt. Du hast gesagt, die Frau nimmt sich schon vorher raus. Wie hast du das gemeint? Ja. Also bevor es überhaupt losgeht. Ja, genau.
Also ich habe selber auch in meinem Umfeld Frauen, die das so gemacht haben und habe dann noch in einem Buch gelesen, dass das ein Phänomen ist, das es öfters gibt, dass eigentlich Frauen schon mal sich vorbereiten, auf wenn ich dann das Nest baue. Oder? Also kommen attraktive Angebote über, in diesem Projekt mitschaffen oder für das und das mitschaffen. Und dann sagen sie so, nein, nein, ist gut. Und du hast das nicht gemacht, bist überall voll drin geblieben und hast darum auch relativ zackig wieder zurück dürfen müssen sollen. Ja, das zackig, das ist ja so lustig, oder? Ich habe, glaube ich, etwa 2 Wochen weniger als der gesetzliche Mutterschaftsurlaub gehabt. Unverschämt. Ja, sehr, sehr, ja. Und ich habe dann immer so mit dem Lachen gesagt, meine Tochter sei daheim im Gefrierfach und es geht ihr sehr gut. Jetzt passt sie langsam nicht mehr rein. Nein, und ich muss auch ehrlich sagen, der erste Tag, als ich arbeiten da war mir etwas mulmig, weil ich zum ersten Mal rausgelaufen bin. Aber ich glaube, wenn ich nach 9 Monaten erst gegangen wäre, wäre es mir auch mulmig gewesen. Es ist einfach der Schritt, rauszumachen. Das braucht, glaube ich, schnell einen Moment Überwindung, aber nachher ist es gut. Ja, du hast dich daran gewöhnen und ich nehme jetzt mal an, deine Tochter die hat sich nicht daran gewöhnen, weil sie es von Anfang an so hatte. Genau. Ja. Also sie sagt es jetzt noch nicht so deutlich. Sie ist ja erst 14 Monate, aber ich glaube auch. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht noch nicht so viel redet, weil du ihre Mami bist. Ja, vielleicht zu viel reden, meinst du? Ja, du bist jetzt also einmal nicht jemand, der nicht eloquent wäre, oder? Ja, das stimmt. Ja. Und darum bist du im perfekten Job. Ich meine, Kinder auf die Welt bringen, das kann man leider nicht teilen. Oder? Das machen nur mal die Frauen. Es gibt andere Jobs, wo man durchaus könnte nach einer weiteren Lösung gestalten, nach dem sogenannten 50-50-Konzept. Bei der Tagesschau wird das schon perfekt angewandt. Der, Florian Inhauser und Katja Stauber teilen sich die Moderation von der Tagesschau. Und auch der FZZ wird von einem Ehepaar geleitet. Funktioniert hervorragend. Wir haben uns auch überlegt, ob das nicht auch in der Politik könnte herangehensweise sein könnte. Frau Somaruga hat in Brüssel gewisse Schwierigkeiten gehabt. Jetzt würde es uns wundern, wie sich ihr Mann, der Herr Hartmann, würde metzgen an der gleichen Stelle. Und gute Nachricht, Shiva TV wird bereits partnerschaftlich moderiert. Alles einfach schön 50-50, jeder genau die Hälfte. Oder jede Hälfte vom Haushalt, jede Hälfte von der Kinderbetreuung, jede Hälfte vom Einkommen. Einkommen. Ja, das habe ich vorher einmal gefragt. Verdienst du gleich viel wie ein Mann an deiner Position? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das würde mich noch wundern. Ich nehme es auch noch wundern. Ja. Also ich glaube ja jetzt, dass unser Unternehmen sich das nicht könnte leisten. Aber ich weiß es wirklich nicht. Fändest du dann eine gute Lösung, wenn man Lohnstrukturen einfach offenlegen würde? Ja, das gibt wahrscheinlich ein bisschen ein Koi. Ja, nein, es ist ja dann doch nie. Es gibt ja dann Faktoren nebst dem Geschlecht, die auch noch über einen Lohn bestimmen. Ich glaube, das wäre wirklich schwierig. Aber was ich eben finde, wir Frauen müssen auch härter verhandeln, wenn es um den Lohn geht. Wenn ich dort mit meinen Kolleginnen rede, dann sagen die oft so, ja, und weißt, dann wollte ich noch den Lohn ansprechen, aber am Schluss habe ich es dann gleich gelassen. Und, so. Und ich sehe selber auch, dass ich das Problem habe. Wenn ich selber muss über meinen Preis quasi verhandeln muss, dann wird es mir schon ein bisschen unangenehm. Und ich glaube auch dort wieder, das, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem Selbstvertrauen, herstehen und sagen, ich finde, ich bin so und so viel wert und das einfordern, das macht ja jeder mal. Das hast du sicher auch gemacht. Wahrscheinlich verdienst du mehr als ich. Das kläre ich nach der Sendung ab. Ich finde, das ist jetzt völlig eine komische Herangehensweise. Das ist nicht lösungsorientiert. Nein, das ist nicht lösungsorientiert. Ja, du hast recht. Und wenn man die Verhandlungssachen anschaut, dann muss man einfach manchmal ein bisschen pausen und überzeugt sein von der eigenen Position. Und sagen, ich bin die Checkerin. Nein, wer bin ich? Du hast es mal gesagt, ich habe das so toll gefunden. Ich bin die Uhure geilste. Was? Ich bin die Uhure geilste. Ja. Ja. Vor dem Spiegel 3-mal sagen, bevor er ins Mitarbeitergespräch geht. Also, nehmt euch das als Beispiel. Ich meine, ja, es hat mit dem zu tun. Du musst es auch aufbauen. Männer machen das wahrscheinlich eh immer heimlich vor dem Spiegel, aber ich höre noch mich nie am Morgen. Ich glaube kaum, dass ein Mann sagt, ich bin die Uhure geil. Vielleicht gibt es das genderneutral. Also, völlig. Ich finde, es ist alles in Ordnung, solange es am Schluss ordentlich gezahlt wird.
Du gehst als Pionierin in einem Gebiet voraus, sozusagen. Du tust auch die Sehgewohnheiten ändern. Also man sieht, aha, eine Frau macht das und das ist super, wunderbar. In anderen Gebieten wird noch ein bisschen gekämpft um Gleichstellung. Da gibt es zum Beispiel von uns einen Vorschlag für eine Kampagne, wie man einen typischen Frauenberuf auch für Männer könnte ein bisschen attraktiver machen. Du liebst Pflanzen und Natur, du willst totale Action, denn wir Florist. Du liebst Herausforderungen. Als Florist kannst du alles meistern. Zeig, dass du ein Mann bist. Und mache Lehre als Florist. Hasta la vista, Baby. Hey, Monne, ist Florist geile Sieche, oder? Weißt du, kannst du dir richtig vorstellen, wie das abgeht? Ich, ja, ich will auch Florist. Das könnte, also, hast du selber auch Vorurteile? Also, wo du irgendwie, ja, Brat triffst in einem Beruf und denkst, Ich merke natürlich selber, dass ich immer wieder reingehe. Also, wenn da so ein herziges Kita-Grüppli mit so kleinen Zwergen unterwegs ist, 16 kleine Zwerge, vorne dran der Kita-Leiter, dann sage ich, lustiger Mann. Das ist jetzt auch noch der Beste. Ja, lustig, ja, nein. Genau. Dann reagiere ich genauso. Das heißt du, oder? Ja, ich, wo ja so tun, wie wenn. Und sehr wahrscheinlich würdest du irgendwelche Kommentare schreiben, wenn der sich dann auch noch würde erdreisten, Vaterschaftsurlaub zu machen oder so. Nein, das finde ich ganz ein schlimmes Thema. Da kann ich fast nicht darüber reden. Über Vaterschaftsurlaub oder über Kommentar? Nein, über den Vaterschaftsurlaub. Warum? Ja, weil dort einfach die Schweiz wahnsinnig rückständig ist. Findest du nicht auch? Ja, ich habe das so ein bisschen einerseits wirklich verpasst, oder? Weil meine beiden Kinder sind jetzt so in einem Alter, wo sie glaubt, dass sie recht egal fänden, wenn ich Vaterschaft zuhause. Was macht er da, oder? Und außerdem ist es ja halt schon noch ein Privileg, wenn du irgendwie so ein bisschen künstlerisch unterwegs bist, dann kannst du das halt selber gestalten. Aber wenn du dann im Geschäft so etwas sagst, was mir halt viel gehört, ist, dass das Väter, die sich beruflich ein bisschen Zeit reduzieren wollen, die werden auch gerade sofort nicht mehr ernst genommen. Oder? Aha, offensichtlich interessiert ihn das Geschäft nicht, er kommt da nur arbeiten wegen Geld. Das hat schon viel mit dem zu tun. Oder? Also, ich glaube, das Markieren ist natürlich in dieser männlichen Geschäftswelt extrem wichtig. Und dass ich schraube zurück und arbeite nur 80% oder weiss ich was, das wird durchaus wahrgenommen und so, das ist dann seine Marken obendran. Das ist doch so einer. Ah, das ist der minus 20%-Typ. Genau, ja. Der Papi-Tag-Typ, oder? das muss da oben alles noch mal neu verdrahten, oder? Ja. Und ganz abgesehen davon ist es ja so, dass wir gewisse Unterschiede ja auch gerne haben. Oder? Also man möchte ja gerne die Unterschiede Mann und Frau haben. Nur ist es mit den heutigen Rollenbildern immer schwieriger, um beim anderen Geschlecht zu landen. Ist das jetzt echt blöd, wenn ich ihr Rosen bringe? Hoi! Hoi? Oh, was hat er recht hinter dem Rücken? Hoffentlich keine Blumen. Ich hasse Blumen. Die sind für dich. Ich hoffe, du verstehst es nicht falsch. Ich meine, ich will damit nicht ein Rollenbild zementieren. Nein, die sind schön. Danke vielmals. Ein Rollenbild zementieren, wie der redet. Gerade ein Latin Lover ist er also nicht. Ist es wirklich okay für dich? Ja, sicher. Ich darf ihn jetzt ja nicht noch mehr verunsichern, sonst kippt er mir noch aus den Latschen den Arm. Dann bin ich froh. Ich glaube, ich hätte gleich etwas Genderneutrales kaufen. Vielleicht einen schönen Kugelschreiber oder so. Das ist doch doof, dass man heutzutage nicht mehr sagen kann, was man denkt. Was? Habe ich jetzt das Lou gesagt? Ja. Das ist ein Fehler vom Grafiker, das hätte in eine Gedankenblase sollen. Nicht in eine Sprechblase, Kopf. Ups, verwechselt. Sorry. Ja, sorry. Und jetzt hat die ganze Romantik ist futsch. Männer sind einfach nicht zu brauchen als Grafiker. Das ist doch jetzt nicht so schlimm. Ja, und ihr Typen haltet natürlich wieder zusammen. Komm, wir steigen doch einfach noch mal ein. Das kannst du vergessen. Meine Stimmung ist im Keller. Warum müssen ihr Frauen immer so kompliziert sein? Weil wir Frauen sind. Emanze. Macho.
Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Mann und Frauen passen einfach nicht zusammen und darum haben wir uns so gern. Genau. Dürfen wir dann dir beim Daten noch in den Mantel helfen und die Tür aufheben? Oder? Ich stehe dann eben voll auf das, auf so den Grundanstand. Und das so, eben, ja, Türen aufheben ist ein gutes Beispiel. Ich finde das schon noch schön. Also, du bist so ein bisschen kniegemässig unterwegs. Ja. Ja. Also, Anstand haben ist sexy, ja? Das finde ich mal ein Statement. Gell? Ja. Wie würde man dich dann, wie könnte man dich erobern? Oder möchtest du überhaupt erobert werden? Aber sicher nicht mit irgendwelchen Macho-Sprüchen. Ich finde so intelligente Gespräche auf Augenebene wären dann schon tendenziell das, was mich anmachen würde. Ja. Also jemand, der dir etwas entgegenhebt. Also ja, genau. Also sicher nicht irgendwie das, das einseitige oder so die plumpen Anmachsprüche. Das ist natürlich grauslich, weil das basiert auf einem Rollenbild, das mir gar nicht passt. Aber dann, wenn man mal in einem Gespräch ist und eben sich dort so ein Sparring liefert, das habe ich gerne, ein bisschen diskutieren. Gibt es die plumpen Anmachsprüche? Also ich höre das immer mal wieder, aber ich komme die natürlich selber nicht. Also ich glaube, es gibt schon noch solche, die sehr selbstgefällig auf der Jagd sind. Ja. Mhm. Und das funktioniert bei dir? Ich jagt jetzt schon einen Moment kennen. Früher, Amig, früher. Those were the days. Ja, genau. Genau. Good old times. Anders gefragt, also, du bist jetzt nicht nur in einer Partnerschaft, du hast auch geheiratet, oder? Ja. Warum? Weil ich das etwas sehr Schönes finde. Und ich finde, es fühlt sich nach einem grossen Commitment an, verglichen zu vorher einfach ein bisschen zusammen sein. Also das heisst, es hat mehr Gewicht. Ja. Also, es ist eigentlich alles unter einen Hut zu bringen. Man muss sich einfach getrauen. Wir sind jetzt fast am Schluss. Mich interessiert jetzt, was unser Publikumsrepräsentant, der Herr Chen, von dieser Sendung hält. Ja, also zuerst mal etwas Positives. Sie laden ja immer so externe Gäste einladen, von weit weg. Das kostet dann wieder Reisespesen, was wir Gebührenzahler müssen berappen, oder? Und heute haben sie sich aber für eine billige Inhouse-Lösung entschieden. Das finde ich schon mal lobenswert. Mal. Und was ich auch was mir sehr gut gefällt bei der Frau Bucheli, das ist ihre Frisur. Also ganz toll. Ja, muss ich sagen. Und als Thema heute sehr gut, sehr wichtig. In diesem Zusammenhang habe ich mich natürlich gefragt, warum heisst die Sendung Querdenker? Hä? Wo bleibt die weibliche Form? Ja, also wenn man das Thema Gleichstellung ernst nimmt, sollte die Sendung Querdenkerinnen und Querdenker heißen. Oder Querdenkerin mit grossem I oder mit einem Sternchen oder so. Aber nur Querdenker, das schließt natürlich von vornherein die Hälfte des Publikums aus. Oder? Kein Wunder, schaut die dann stattdessen Glanz und Gloria an. Und was auch nicht geht, finde ich, das sind die Sachen unter der Gürtellinie. Hier. Also Penislänge, 100 Franken pro Zentimeter. Also, das kann Herr Deville machen, aber Sie haben das nicht nötig, Herr Gabatulle. Wirklich nicht. Ich finde, das mit der Penislänge könnten Sie rausschneiden. Von dem her, meine Bewertung, durchschnittliche 13,2 Punkte. Noch nicht. Also eine billige Inhouse-Lösung finde ich dich jetzt nicht. Das hast du jetzt noch schön gerettet. Ja, also das muss ich, er hat das ja, er hat dich ein bisschen ins Eich geritten, ja, aber er darf alles sagen. Er ist ja schließlich der Publikumsbeauftragte. Ja. Aber dann fände ich es nichts anderes als gerecht, wenn du vielleicht noch ein Schlusswort hättest für uns. Ohne, dass wir jetzt da völlig ernst werden so zum Schluss. Aber ich finde natürlich schon, dass ich den Frauen da außen sagen, sind mutig, gehen mit aufrechter Haltung, nicht nur in eure Mitarbeitergespräche, sondern einfach durchs Leben und verstecken euch nie. Es gibt keinen Grund dazu. Meine Damen und Herren, Steffi Buchli. Danke vielmals, dass du da warst. Der Herr Chen, der hat jetzt schon gesagt, was er von dieser Sendung haltet. Wenn Sie sich selber mal möchten, das Urteil bilden und sich schon lange fragen, kann man mal vorbeikommen? Ja, man kann. Gehen Sie schauen unter www.srf.ch/querdenker. Dort gibt es Tickets. Und damit kommen wir zum traditionellen Limerick zum Schluss. Der Gigolo hatte eine Masche, er lag seiner Frau auf der Tasche, weil er mehr als nur borgte, sie ihn schließlich entsorgte, denn als Lover war er eine Flasche.
Ja, und ganz zum Schluss muss ich einfach noch sagen, Arbeit ist weder reine Männer- noch reine Frauensache, sondern vor allem eine Herausforderung. Gute Nacht miteinander.